Da ist wieder der Strong und der Flex mit dem Solid Pullover, weil, wenn ihr das Trizeps Kickback Video angeschaut habt, ihr wisst es schon, ich war heute dumm, was selten vorkommt. Was eigentlich immer vorkommt, aber ist okay. Hab mein Flex-Shirt vergessen und dafür mache ich einfach Werbung halt das mal vor unserem netten Sponsor Solid. Coole Klamotten, müsst ihr euch kaufen. So, ist es aber warm? Ich habe was drunter, ja, tut mir leid. Das Körperwerk Stuttgart-Shirt, das ist unsere Homebase. Wer da zum Training kommt, wird verzaubert. In jeder Hinsicht. So, und jetzt zur Sache. Es geht ums Übungsband oder auch bekannt unter dem Begriff Theraband. Von Therapie. Aber warum denn Therapie? Man kann auch mit dem auch vernünftig trainieren. Wir sind ja jetzt nicht zwingend therapiebedürftig. Also zumindest nicht muskulär. Genau. Man kann nie genug. Nein, das hier ist ein kostengünstiges Fitnessstudio. So, einmal Investition. Wenn ihr es nicht habt, besorgt es euch. Beschreibungstext unter dem Video. Vitality Sports, unser Partner, verkauft euch das. Und ihr müsst, dürft gerne den Gutscheincode, der da auch steht, Strong & Flex benutzen. Dann wird es ein kleines bisschen günstiger. Ist eh geschenkt für das, was man alles mitmachen kann. Und was machen wir jetzt? Das haben wir im anderen Video schon angekündigt. Im Dings Trizeps Kickback Video. Wir machen Reverse Flies. In der Buddy-Version. Weil es Spaß macht. Genau. Und wenn ihr keinen Buddy habt, dann nehmt ihr einen Pfahl. Einen Marterpfahl am besten. Ja. Bindet euch am besten selber. So, das ist der schönste Teil an der ganzen Übung. Am besten, wenn man einen Trainingspartner drin hat. Geh mal nicht um einen Arsch mit deinem Band. Ja, mach's doch gleich hoch. Guck mal, wo du bist. Mein Gott. Sucht euch einen vernünftigen Trainingspartner. Ja, ich habe halt auch nicht die Auswahl hier. Ne? So. Okay, großflächig wickeln, weil es sonst ein bisschen schmerzt. Und hier würde ich mal sagen, macht mal eine und eine halbe, dann könnt ihr die Hand auch offen lassen. Ich bin nicht so weit vorne. Wenn der schießt, schon nicht mehr. So, und dann wollen wir trainieren. Was trainieren wir? Mit den Reverse Flies? Ja, auf jeden Fall Trapezius. Das heißt, die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Also in dem Fall halt die Muskulatur einfach. Ziemlich easy erstmal. Rhomboideen, wem das mal sagt, hintere Schulter. Bisschen Trizeps ist unter Umständen auch nochmal dabei. Ja, den kann man recht gut rausnehmen, sage ich mal. Ja. Arme. Wenn man will. Fast ganz gestreckt, aber leicht gebeugte Ellbogen. Manche können den Ellbogen so nett überstrecken, das braucht es in dem Fall nicht. Schrittstellung, da machen wir das am besten gegenläufig. Ich meine, linke Fuß, du dein rechten. Mit was ich in die Quere kommen hier. Das ist auch mein linker. Und hier, wir müssen mal ein bisschen von der. Bei dir den linken Fuß vor. Alter, ja, stimmt. Er ist nur Fitness-Trainer. Ja, tut mir leid. Ist ja schon eine Leistung, dass ich überhaupt ein paar vernünftige Sätze formulieren kann. So, bist du weit geneckt, weg von der Wand? Von der Hand? Ja, das müsste auch sein. Okay, wir arbeiten hier mit Endkontraktionen. Wieder drei Stück in der Regel. Schulter ist wieder hinten unten. Brustbein genau. Schieben wir wieder raus. Was hilfreich ist, einmal hier so roll it down. Einmal über oben nach hinten unten rollen. Okay, here we go. Einmal tief einatmen. Und kick. Kick und die dritte haltet ihr. Und kick, kick, halten. Ich bin jetzt ein bisschen hoch, weil die Bänder ein bisschen gerieben haben. Kick, kick, halten. Was mir ganz gut gefällt, wenn ich den Arm schön weit ausdrehe, die Hand vielleicht was schon nach oben zeigt, dann nehme ich den Trizeps fast komplett raus. Das mache ich jetzt auch mal. Richtig schön die Schulter nach hinten unten drücken. Mir hilft das, dann komme ich leichter in die Spannung. Also das war echt eine Top-Übung, finde ich. Das war alle da draußen mit rundem Rücken. Sonst auch, wenn die Schulter zu weit vorne hängt, das ist ein Muss für jeden. Schwätzt mir zu viel, komm, wir mal ein bisschen mehr Spannung hier. Kein Problem. Oh, was habe ich getan? Und einmal noch. 3, 2, 1 und. Boah, ja, das ist mal echt eine richtig coole Übung. Die müsst ihr machen, damit ihr groß und stark werdet. Genau, und vorher, wie gesagt, das Band kaufen, weil sonst ist blöd. Ja.
Oder dass er halt auch vernünftig aussieht. Nicht wie der Kleppner. Genau, also Oberkörperhaltung verbessern, Top-Übung. Ne? Vorne dehnen, hinten kräftigen. Ihr kennt das vielleicht aus einem unserer Videos zu diesem Thema. So, also, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich gehe nicht mal schwer davon aus, insbesondere wenn ihr so einen depperten Partner habt. Und ja, dann sehen wir uns, ich sage, im nächsten Video. Bitte abonnieren, findet ihr auch unter dem Video den Abonnier-Button. Genau, denn es gibt ja auch dieses Motto bei uns, abonniert ist halb. Trainiert. Macht ja auch Sinn, ne? Macht's gut. Ciao.